Herzlich willkommen zu meinem Let's Show, oder vielleicht wird dann am Ende sogar ein Let's Play daraus von New Super Mario Bros. U Deluxe oder Deluxe, nennt ihr es wie ihr wollt. Und ich glaube, Nintendo nimmt schon langsam ein Beispiel, was die Namen angeht, an Samsung. Die können das nämlich auch sehr gut so unnötig lange Namen machen. Ja, ihr seht schon im Vergleich zur Wii U Version, die Menü-Icons haben sich etwas verändert und New Super Luigi U ist jetzt kein DLC mehr, sondern direkt dabei. Ja, wir fangen natürlich direkt an. Es ist dasselbe Spiel, es hat nur ein paar grafische, also die Grafik ist jetzt, die Auflösung ist höher, es sind jetzt 60 Frames per Second. Und ihr seht schon, hier hat sich es etwas verbessert. Es gibt die neuen Charaktere Toadette, die sich ja mit der Glocke zu Peachette verwandeln kann. Ich sage nur Bowsette-Meme. Und Mopsy, der Depp, der irgendwie keinen Schaden kriegt, aber eigentlich doch ein Böser ist. Wir spielen natürlich mit Super Mario und damit geht's auch los. Bowser hat das Schloss übernommen. Und was ich da gerade gesehen habe, das war das Item, was eingeführt wurde in New Super Mario Bros. U, die Super-Eichel oder von einigen auch Eichelpilz genannt. Die Koopalinge verziehen sich auf die Map, um Mario vom Voranschreiten abzuhalten. Lemmy singt noch fröhlich. Fröhlich. Mal schauen, wie lange das noch so ist. Und Kamek bringt auch noch den kleinen Fettsack vorbei, der sich hier auch noch wichtig macht. Aber Mario ist schon zur Stelle. Es geht los im Eichenhain Welt 1. Und diese beginnt mit... Oh, das ist alles rot. Das war blau im Original-Game. Aber ich glaube, ab hier ist alles gleich. Ja. Mit Ouvertüre im Eichenhain, Eichenhain 1, geht es los und ich hoffe, ich bin noch ganz gut dabei. Ja. Deinen Eichelpilz hätte ich gerne gleich mal. Oder Super Eichel, wie gesagt, beides geht. Denn ihr seht schon, das ist das neue Item und das kann natürlich auch etwas. Und da kann man damit so schweben. Hier gibt es gleich noch eine. Ist ja auch das erste Level. Und man braucht sie auch gleich für die erste Star Coin. Wir werden das vermutlich nicht zu 100% spielen. Was, da geht's rein? Das war gerade gar nicht mal so beabsichtigt. Und man kann übrigens, wenn man in der Luft ist und mit dem herumgleitet, noch seinen Hieb nach oben machen, danach schaukelt er aber nur noch schnell nach unten. Ist also eine Art Rettungsmanöver und wird auch manchmal tatsächlich benötigt. Oh Gott. Ich habe gerade irgendwie die falsche Taste zum Hüpfen gedrückt. Fragt nicht, wie das geht. Oh, da unten geht's doch rein. Ist da noch ein Starcoin direkt, die nächste? Nee. Ah ja, und auch neu, er kann sich da eine Zeit lang festhalten. Und irgendwann rutscht er dann nach unten, genau. Ja, mit X kann man nicht springen. In welchem Spiel war ich gerade in Gedanken? Okay, also im ersten Level gestorben, das ist schon mal gut. In welchem Spiel bin ich denn gerade in Gedanken? Wo hüpft man denn mit X? Was war denn das? Boah. Ist das nicht sogar Smash Bros? Bin mir gerade nicht sicher. Hey! Ach komm, jetzt klappt doch gar nichts mehr, wie gesagt. Ich habe schon gesagt, ich bin nicht sonderlich gut, was auch der Grund dafür ist, warum das hier vermutlich ein Let's Show und kein Let's Play wird.
gleich hier raufrudern. Hör jetzt auf, versuchen mit X zu springen. Nicht mal, wenn man die Einstellungen ändert, geht das mit dieser Taste. Und fast hätte ich die zweite Star-Coin vergessen. Die war, glaube ich, hier in der Röhre. Nee, da war doch erst. Da war doch die erste. Da war sie. Rein da. So, und jetzt nicht mehr so dumm anstellen, wegen Münzen sterben. Ich meine, das kann halt auch nicht angehen. Alle Münzen mitnehmen. Ich muss mir wieder angewöhnen, dass man auf B springt oder auf A. Auf X. Ist das Smash, wenn man auf X springt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wobei, nein, scheiß nicht auf die Münzen. Ich brauche Leben. Lass mich da bitte rein. So. So dumm wie vorher bin ich nicht nochmal. Ja, wir könnten zumindest schon 6 Leben haben. Münzen her. Danke sehr. So, jetzt muss ich hier natürlich auf Münzen gehen, denn... Ja, Zeit habe ich noch genug im ersten Level. Im ersten Level stirbt man doch nicht, außer man ist ich. Okay, und wo ist die letzte? Ist nicht da oben irgendwo, will ich meinen? Ich hab ja den ersten Teil gezockt. Da ging es da irgendwo nach oben. Hier kann man ein Item bekommen, wenn man schnell genug ist. Ja, was ja hier kein Problem ist. Und wenn man schon das maximale Item hat, also Vollblume, Eisblume oder eben die Super-Eichel, dann gibt es hier eben dann doch kein Item, sondern ein Up. Ist aber auch nicht ganz schlecht, würde ich jetzt mal behaupten. Und das hier sieht mir schwer verdächtig nach letzter Starcoin aus. Ah, hier kann man mal ordentlich Münzen sammeln und sich nicht treffen lassen. Sagte der Depp! Das ist gerade nicht passiert, oder? Also ihr seht schon mal, das Spiel ist total leicht. Es ist wirklich leicht. Man kann das nochmal machen? Ist halt saudämlich ohne. Aber es ist machbar. Mario nimmt ja keinen Fallschaden zum Glück. Also auch wenn man dumm ist, wird man in dem Spiel nicht bestraft. Das ist sehr freundlich. Trotzdem hätte ich jetzt gerne wieder ein Item. Was ich aber vermutlich nicht mehr kriegen kann, denn Dummheit muss bestraft werden. Hier gibt es noch ein Up. Dann wird Dummheit doch nicht so brutal bestraft. Okay, das hätte ich mit einer Stampfattacke machen können, wenn man clever ist. Na, ich meine, gibt es dafür noch eine Belohnung. Aber soweit ich weiß, kann man da auch noch ohne Probleme an die Fahnenstange kommen, also an die Spitze rauf. Nicht so. Kriegt man nochmal ein gratis ab, bringt sonst allerdings nichts. So, und jetzt streng dich an. Das wäre gerade unfassbar dämlich. Ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall die erste Welt mindestens fertig machen in diesem Let's Show. 100%. Trotz der Katastrophe, die schon im ersten begonnen hat. Jetzt geht es aber weiter mit Eichenhain 2, schiefes Bergwerk. Das ist ein sehr, sehr schönes Level. Das war auf der Wii U damals sehr beeindruckend. Weil eben, ja, es hat alles gefunkelt, es war was Neues, man kennt das nicht so. Ja, da kommt man doch so rein, ich dachte, man muss sich ducken. Aha. Ein kleines Easter Egg. Oder ein Geschenk Easter Egg, nein. Easter Egg ist es nicht. Es ist ein kleines Goodie, ein bisschen Geld, damit wir uns mehr Nintendo Stuff kaufen können. Ja. Ich weiß nicht, ich meine, es ist ein Port, aber ihr könnt mal in den Kommentaren schreiben, was haltet ihr eigentlich davon? Dass Nintendo jetzt doch mittlerweile sehr viel auf die Switch portiert. Ich meine, warum nicht? Klar, die Switch war jetzt nicht gerade die Wii U war jetzt nicht gerade der Mega-Erfolg. Ja, Dummheit. Aber ich fand es nicht, dass gleich lauter Ports nötig sind. Und was mache ich denn hier? Jetzt bin ich klein und das wird mein Tod. Vor allem, weil sich das jetzt auch noch hier bewegt, alles.
Ich glaube, hier gibt es netterweise wieder Items. Wir sind ja auch noch in der ersten Welt, da gibt es tonnenweise Items. Also werden wir in Kürze wieder eine Feuerblume bekommen. Das bewegt sich nicht. Das hat sich aber mal bewegt, glaube ich. Da ging es nicht rein. Habe ich eine Starcoin übersehen? Es fühlt sich irgendwie dämlich an. Und Welt 2, also Level 2, erste Welt. Sehr verdächtig für Secret Exit. Und den gibt es auch hier. Ich kann mich nur nicht mehr ganz genau daran erinnern, wo der war. Okay, das ist tatsächlich die erste Starcoin. Das ist sehr vom Vorteil. Hier einfach drüber laufen. Da haben auch schon Leute versucht zu springen. Das geht gar nicht gut. Ich glaube, hier gibt es noch eine Feuerblume. Ja, das Spiel hat Mitleid mit mir. Weil ich mich doch sogar so dämlich angestellt habe. Hier geht es nicht nach oben. Muss ich dann hier rein? Geht's hier rein? Ja, hier geht's rein. Aha. Ich wollte dich nehmen. Achso, ich bin ein Depp. Was? Okay, jetzt wird's lächerlich. Also ihr seht, es geht gut los. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich damit machen soll. Ja, das war klar. Das hat gut funktioniert. Ich hätte einfach auf den Powerblock hüpfen sollen, aber ja. Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, ich hätte üben sollen vorher, damit ich weiß, was welcher Button macht. Aber das wird überbewertet. Und dass ich mir vielleicht mal in den Sinn rufe, dass man einen Koopa oder etwas ähnliches nicht fangen kann, wenn man nicht auf ihn drauf gesprungen ist. Aber das ist ja nur Mario Grundwissen, das muss man ja nicht wissen. Der Pilzke geht jetzt auch noch Selbstmord. Ne, ich glaube, der kommt sogar zu mir. Hi! So. Jetzt lässt mich bitte in Frieden. Ah, und da gibt es eine Feuerblume. Und da gibt es Cash. Das irgendwann allerdings despawnt. Ist noch irgendwas oder sind das einfach nur Blöcke? Das sind einfach nur Blöcke. Oh, stimmt, die Viecher sind ja resistent gegen Feuer. Weshalb sie vermutlich auch hier platziert wurden. Okay, also doch keine Starcoin. Einfach nur ein kleiner Bonusraum. Komm, ich will dich werfen. Das schaut nach etwas Wichtigem aus. Und es ist etwas Wichtiges. Sehr schön, wenn ich zumindest irgendwas noch hinkriege. Okay, das ist ja wohl offensichtlich. Hier ist eine Röhre, die mich vollautomatisch abfeuert. Und zur zweiten Starcoin katapultiert. Kann man darauf. Ich hole mir jetzt erst die ganzen Münzen. Aber da oben, das sieht, das wird so viel. Hat angesagt, das sieht mir stark. War das irgendwie eine Stampfattacke? Ist das hier der dritte Starcoin? Ja, ist es. Perfekt, damit hätten wir alle drei. Dann gehen wir zum normalen Exit und Secret Exit. Ich glaube, wir machen den normalen Exit. Ich glaube, der Secret Exit ist da oben, das werde ich gleich noch überprüfen. Hier geht es nach oben und hier ist definitiv nichts mehr. Ja, das ist der normale Exit. Ist hier noch irgendwo was in der Wand? Nein. So, jetzt klappt auch das mit dem One-Up. Ja, trotz der Toten haben wir jetzt schon 13 Leben, also. Ich glaube, jetzt habe ich mittlerweile Intus, wo man springt, damit ich das nicht wieder vergesse für den ersten dämlichen Tod. Und dass man Viecher nicht einfach so greifen kann. Wobei das kein Tod hätte sein müssen, sondern das war meine eigene Dummheit. Und
Bowser beginnt schon mit Umbaumaßnahmen, um das ganze Castle zu verbauserisieren. Oder so. Und für uns geht es jetzt nochmal hier rein, bevor es in den Turm geht. Den möchte ich schon fertig haben, diese Folge. So. Und jetzt bitte keine Tode. Es gibt auch nochmal einiges an Cash. Da kann man raufgehen? Echt? Die Steigung ist nicht zu brutal. Hörst du auf. Böse, aus. Ich soll vielleicht auch was reden, das ist ein Let's Play. Aber ich glaube, das wird überwertet. Hier kann man ziemlich viel Cash bekommen. Ich glaube, da ist sogar ein Up drin. Wenn man das hier gut anstellt. Ja, jetzt läuft. Ist da noch welche? Habe ich gerade gesagt, jetzt läuft. Nachdem ich fast gekrepiert wäre. So. Ich muss ja wieder Leben einsammeln nach meiner kompletten Dummheit hier zu Beginn. Den Raum gehen wir nicht nochmal rein, an den habe ich böse Erinnerungen. Hier gehe ich aber auch nicht nochmal rauf. Da ging es ja oben nach rechts nicht, glaube ich. Nee, da fuhr man direkt ab. Nach oben. Ich glaube, hier war das. Ja, hier geht's lang. Sehr gut. Da ist doch noch was. Aber da kann man irgendwie das gesamte Level skippen. Oh, hier würde es nach unten gehen. Ein Up. Auch nicht schlecht. Aber hier, da ging's ja noch. Gibt's ja noch eine zweite Ebene? Ja, hier geht es offensichtlich noch weiter nach oben. Aha. Aha. Sehr gut versteckt oberhalb des ganzen Levels. Ja, das sieht doch nach Secret Exit aus. Schön daneben. Mit der Röhre geht's nach oben. Zu einer roten Fahne, die bedeutet immer Secret Exit. Und außerdem ist das End, ist das Zielhaus, dann nicht braun, sondern grau. Oder so schwarz-grau. Gut, Zeit verschwendet habe ich genug. Und jetzt kommt ein ziemlich langer Secret Exit. Also hier ist noch nicht lange, aber... Und jetzt kommen Unterwasserlevel. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich Unterwasserlevel hasse. Wir machen natürlich das zuerst. So, jetzt hier geht's los mit Eichenhain Blooper. Blooper-Beschuss. Sieht aber, ich muss sagen, das Spiel sieht echt schön aus. Ja, es sind 2D-Mario und ich hätte natürlich lieber ein neues gehabt, aber der Port sieht auch nicht schlecht aus. Zu Jahresbeginn. Ich werde mich jetzt nicht darauf versteifen, dass das ein Port ist. Ich hasse euch, Blooper. Habe ich das schon erwähnt? So, einfach hier unten durch. Geht's hier rein? Nein, sieht es nicht so aus. Aha. Hier gibt es eine Starcoin. Yes. Number one. Hätten wir schon mal. Insofern ich jetzt nicht drauf gehe. Und hier ist Number two. Warte, da muss ich doch durch, oder? Ha? Ja. Tatsächlich. Okay, für ein Unterwasserlevel geht das allerdings noch. Wobei, ja, es ist halt auch erst. Ist ja doch erst das erste. Das schon aus? Habe ich eine Starcoin versäumt? Ein Up, das lasse ich einfach mal da. Nein, das lasse ich nicht liegen.
Ist doch keine Halbzeitflagge. Bleib doch! Komm her! So lange bin ich noch nie einem Ab nachgelaufen. Dieser Drecksblooper hat mir gerade ein Leben gestohlen. Aber wenn wir jetzt drauf gehen, ist es nicht so schön. What? Oh Gott, wollte ich mich alle verarschen? Das schaut nach. Das schaut wichtig aus. Lass mich doch durch. Nein! Da, jetzt lass mich da rein. Das sieht nach einer Starcoin aus. Oh, danke, das Spiel ist nett. Aber auch hier sind die Drecksblooper, die ihre Kinder mitgebracht haben. Das ist nicht der Kindergarten. Geht woanders hin. Ich brauche euch hier nicht. Mit allen drei Starcoins im Gepäck kann es nach draußen gehen. Das sieht hier stark nach Ausgang aus. Und ich glaube, wir haben tatsächlich alles gefunden. Mehr gibt es ja nicht. Secret Exit beim Secret Exit ist sehr unwahrscheinlich. Aber ich traue denen alles zu. Und noch ein weiteres ab. Gut, ich denke, das Castle machen wir noch in der Folge. Dann ist aber Schluss. Für die erste Folge. Vielleicht machen wir doch ein Let's Play daraus. Es macht doch ziemlich viel Spaß. Werdet ihr eh sehen. Wir machen mal die erste Welt fertig. Und dann entscheiden wir weiter. Und jetzt wieder richtig lange. Regenbogen. Stein. Röhren. Insel. Röhren. Land. Holz. Nochmal Land. Willkommen in Welt 4, Limonendschungel. Nee, sogar Welt 5 ist das sogar. Speichern? Ja klar darfst du speichern. Was ist das für eine Scherzfrage? Für uns geht es aber zurück, es gibt natürlich nichts. Oh, wir könnten mal im Itemhaus vorbeischauen, damit wir auch mal das Inventar sehen. Das kann man mit R aufrufen. Wähle einen Block aus und du bekommst das Item, das sich darin versteckt. Aber jetzt wird es erstmal gemischt. Hoffentlich erwischst du keinen Bowser. Also schön auf Bowser achten. Okay, das ist einfach. Nicht so wie das mit dem Babushka in Super Mario Party. Okay, der Bowser ist ganz links. Hier gibt es einmal einen Pilz und einen Stern. Wir bekommen noch nicht die... Wie heißt das? Das hat sich echt gelohnt. Klasse, ja. Wir bekommen noch nicht die Toadette, also die Krone. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Aber die kann sowieso nur Toadette einsetzen, also. Ist das hinfällig? Mit R wird es in den Tarf gerufen. Die darin aufbewahrten Items sind besonders in schwierigen Leveln eine große Hilfe. Ja, das stimmt. Also hier mit R geht es zu den Items und mit L kann man sich hier mal umschauen. Das ist noch die Sandkuchenwüste. Das weiß nicht mehr, wie es heißt. Das ist das Minzmeer, glaube ich. Das ist der Limonenschingel. Das ist die... Das ist Welt 7, der... Candice-Minen. Und hier geht es dann irgendwie weiter in die Richtung. Wie genau, weiß ich nicht. Oder war schon ein Geisterhaus? Darauf freue ich mich schon. Geisterhäuser sind immer ziemlich labern. Jetzt geht's weiter mit Eichenhain Turm. Risiko im Ritzelturm. Gibt es den Türmen nicht immer die Eisflower? Warte. Okay, nichts. Hier ist das Shuttle, das einen nach oben bringt. Ja, eine Eisblume ist auch wesentlich effektiver gegen Knochentropfen. Ist keine? Doch. Kann ich nämlich einfrieren. Mit Y und R hochheben und zerschellen lassen. Und hier gibt es schon mal gleich mal eine Starcoin. Das ist aber nicht sehr bedrohlich, das schiebt er nur weg. Geh weg. Danke sehr. Mit dem Rad, das uns vorhin fast noch geschoben hätte. Oh, man muss uns aufpassen, wenn man sich hier einquetschen lässt, ist man direkt tot. Kein Applaus dafür, schade. Oh, na, wenn wir schon da sind, nehme ich natürlich gleich das mit den Münzen. Ach komm schon, bring mich nach oben. Taxi! Schlechtes Taxi. Mit dem fahre ich nicht mehr. Hier ist doch irgendwas. Sind nur Münzen? Na gut. Ist okay. Ja.
andere Richtung werfen. Kann man hier jetzt nicht so richtig cool sein? Ja. Man kann jetzt nämlich hier den einen mit dem anderen zerschellen. Und beide killen. Hier kann ich wieder meine Zeit verplempern mit... Warte. Aha. Löst da Coin. Oh. Hier gibt's auch was. Was mache ich denn? Bist du nicht Luigi Mario? Stell dich nicht so dumm an. Das war knapp. Fast zerquetscht worden. Aber Mario ist nicht so leicht zu zerquetschen. Wenn man hier eine Münze verpasst, dann ist es eigentlich schon fast gelaufen. Glaube ich. Aber ich gönne mir gerne ein Up. Danke sehr. Was? Lass mich nach oben. Warte, warum ist da leer? Da ist nichts mehr, okay. Hier ist Halbzeit. Und immer noch auf der Suche nach Starcoin. 3. Das ist ein ganz nettes Taxi, was einen allerdings auch zum Verhängnis werden kann. Da geht's doch eindeutig irgendwo hin. Ja. Oh, das übernimmt sogar eine Röhre. Oh, und die erleichtert mir sogar einiges. Das ist aber nett von dir. Und ihr könnt alle sterben gehen. Danke sehr. Du hast noch eine Eisblume. Ja, ihr seht schon, die Spiele, man kann sie aufnehmen, die werden direkt zu Punkten, denn Inventar gibt es hier natürlich keines. Das wäre zu einfach. Da ist auch nichts. Ha. Dachte ich mir. Was mache ich denn? Danke, Mario. Und dann ist nochmal eine Feuerblume. Sehr hilfreich, da kann man ihn auch tot ballern. Lim bum bum. Hier sind überall, allerdings überall Bowser Juniors Gesichter. Aber ich muss sagen, auch wenn es ein Port ist, es macht definitiv wieder Spaß. Der ist kein Problem für mich. Ich komme den letzten Hitbox mit Feuerbällen. Ja. Ich wollte schon B drücken, aber es hat gereicht. Die Boss sind wirklich kein Problem. Ab Welt 5 können sie dann doch aber ziemlich gemein werden. Gut, Bum Bum wird herausgekickt. Dieser Turm ist clear. Das nächste Mal geht es weiter auf dem Hügel. Oh, ja klar, kannst du speichern. Und hier liegt eine kleine Super-Eichel herum, die direkt in unser Inventar wandert. Kann auch nicht schaden. Gut, dann nächstes Mal geht's weiter. Eichenhain 3 am Yoshi-Hügel. Oh, Yoshi. Wir sehen uns dann. Ciao.